Eurovision Song Contest 2014. Jetzt der Countdown für Kopenhagen. Und hier ist Jan Delay. Um uns rum ist elektrisch geladen. Alle haben Bock und wollen. Und mit einem Arsch tanzen Rock'n'Roll. Ja, so lange war die Laune wie im Sterben. Pep, und darum sehen sich die Leute nach dem Derben. Pep, sie wollen Action. Ja, immer Action. Immer Action. Sie wollen übertrieben eskalieren. Action. Sie brauchen die Action. Sie lieben die Action. Ja, Rock'n'Roll ist was sie wollen. Scheiße, Mann, ich hab's befürchtet. Alle Derbe auf Krawall gebürstet. Warten auf die Funken für den Flächenbrand. Und auf die Tropfen, damit alle Dämme brechen, Mann. Um einmal eins rauszulassen und einmal richtig auszurasten. Also sei dabei, wenn wir jetzt und hier alles wegkassieren und alles eskalieren. Die können Action. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Barbara Schöneberger. Guten Abend! Das war Jan Delay mit Action! Und es stimmt, wir sehen ihn gleich nochmal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Regen-Capes. Was soll ich euch sagen? Es ist wieder mal der 10. Mai. Es ist 20.15 Uhr live und wir stehen hier auf der Reeperbahn und wie immer kommt der Regen waagrecht und es hat 10 Grad. Und das zeigt uns ganz deutlich, es ist der Abend des Eurovision Song Contest. So kennen wir es und so lieben wir es und so werden wir es hier den ganzen Abend durchziehen. Und wir freuen uns auf die größte Musikshow der Welt und da ist man natürlich aufgeregt. Ich bin heute Nacht aufgewacht, schweißgebadet, ich hatte geträumt. Ich stehe hier heute Abend vor Ihnen in einem zu engen goldenen Paillettenkleid und billigen Schuhen. Es war Gott sei Dank nur ein Traum. Aber wir werden hier heute Abend feiern, wir werden die Show feiern. Aber wir sind natürlich auch da, um unseren Mädels die Daumen zu drücken. Und ich schätze, ich schlage vor, wir schicken Ihnen jetzt mal einen Applaus, den Sie noch 300 Kilometer entfernt in Kopenhagen hören können. Wir schicken einen Applaus zu Eloise! Aber bevor wir natürlich nach Kopenhagen schalten, haben wir die Stars hier bei uns auf der Bühne. Zu uns kommt Sido, zu uns kommt Michelle. Zu uns kommt Ade Tawil und zu uns kommt die Frau, die nicht nur singen wird heute Abend, sondern sie wird die Punkte für Deutschland verlesen. Zu uns kommt Helene Fischer und sie singt uns atemlos durch die Nacht.
La 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 la, la la la, ja! Ach, auf euch kann man sich doch verlassen. Da freuen wir uns drauf. Ach, und die kommt sogar zweimal, die Helene Fischer, heute Abend, kann ich euch sagen. Schwere Wetterbedingungen heute, aber wir lassen uns nicht unterkriegen von so ein bisschen Regen. Es gibt noch einen, der sich nicht unterkriegen lässt, das ist Ralf Siegel. Nach 32 Jahren, nach seinem Sieg mit Nicole und ein bisschen Frieden, hat er sich gesagt, ich will wieder dabei sein. Er geht mit San Marino an den Start. Und ich sag Ihnen, wenn der heute Abend gewinnt, dann hab ich's schon immer gewusst. Und wir drücken einem die Daumen, nämlich Conchita Wurst für Österreich. Einer der ganz großen Favoriten, Favoritinnen. Wenn der, die das heute Abend gewinnt, ich schwöre, dann werde ich die zweite Hälfte dieser Show mit Vollbart moderieren. So, aber jetzt werfen wir einmal einen Blick auf die wahrscheinlich größte Erfolgsgeschichte in der Musik in diesem Jahr. Werfen wir auf einen Blick des Erfolges von Eloisa. Mein Name ist Ella und ich bin die Sängerin der Band und schreibe auch die Songs und spiele Klavier. Ich bin Yvonne und spiele Akkordeon. Und ich bin Nathalie und spiele Kontrabass. Seit einigen Wochen leben Eloisa ihren Traum von der Musikkarriere. Ihr seid so verrückt, vielen, vielen Dank. Die Band und ihr selbstgeschriebener Song begeistern ein breites Publikum. Wen werdet ihr als ersten anrufen? Natürlich Mama. Die drei sind Berufsmusikerinnen. Als Band spielen sie erst seit 2013 zusammen. Ihre erste Platte ist frisch auf dem Markt. Ihr Erfolg überraschend und phänomenal. Unter 2200 Bewerbern qualifizieren sie sich für das Clubkonzert. Es geht um einen Startplatz für den Vorentscheid. Die drei singen poppige Neo-Folklore und gewinnen. Mit Herz, Stimme und ihrer Frische überzeugen sie die Zuschauer und Musikprofi Adel Tawil. Das kann so verzaubern und so magic sein, dass es schon auch durchaus alle anderen wegfegen könnte. Beim deutschen Vorentscheid sind Bühne und Konkurrenz von einem ganz anderen Kaliber. Unheilig, Santiano, Oceana. Diese erfolgreichen Künstler träumen auch von der Fahrkarte nach Kopenhagen. Das deutsche Fernsehpublikum wählt die sympathischen Newcomer ins Finale. Und hier gewinnen sie gegen den haushohen Favoriten. Auftritte in allen wichtigen Sendungen geben Sicherheit für die ganz große Bühne. Und vielleicht bringt auch Ella Svita ein paar Stimmen. Ich bin in der Ukraine geboren. Mein leiblicher Vater ist Ukrainer. Meine Mama ist Polin. Und als ich 8 war, sind wir nach Deutschland. Is It Right ist bei uns bereits ein Hit. Nachher entscheidet sich, ob Eloisas Song auch europaweit so gut ankommt. Wir drücken jedenfalls ganz fest die Daumen. You can't go on. Wir drücken die Daumen und wir wollen Sie zu Hause auffordern. Schicken Sie uns Ihre Partyfotos via Twitter und dann zeigen wir hinterher ein Best-of hier hinten auf unserer Leinwand. Die gehen ja heute, Eloisa, als Startnummer 12 ins Rennen, eingeklemmt zwischen Conchita Wurst und einer Favoritin aus Schweden. Die Buchmacher sehen die Chancen von Eloisa so mittelmäßig auf Platz 19 bis 20. Aber das hat ja nichts zu sagen. Und jetzt haben wir den Mann an meiner Seite, der die beiden von Anfang an begleitet hat, die Mädels von Eloisa. Die drei. Adel Tawil ist bei uns. Hallo. Du warst ja ein bisschen der Schirmherr des Wildcard-Konzertes, wo die sich sozusagen ins Rennen gebracht haben. Hast du damals schon gesehen, dass die gute Chancen haben würden? Ja, das war toll. Die hatten eine tolle Energie auf der Bühne und es war sehr spannend an dem einen Abend, wo dann wirklich die Wildcard-Gewinner feststanden. Aber sie haben einfach überzeugt und die Leute haben angerufen und jetzt drücken wir denen gemeinsam die Daumen. Ja, und dann ging es ja weiter. Dann waren sie beim deutschen Vorentscheid. Da haben die gegen Santiano gewonnen, haben gegen die Favoriten, haben die gegen den Grafen, gegen Unheilig gewonnen. Was hatten sie, was vielleicht die anderen nicht mitgebracht haben? Ach, so eine Unbeschwertheit und man merkt denen an, dass sie einfach Spaß haben, dass das alles neu für sie ist und die genießen das und die machen das locker. Also ich glaube, selbst jetzt in Kopenhagen werden die echt einfach auf die Bühne gehen, ihr Ding machen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, wie wird es heute Abend laufen? Regnet's? Ich merke gar nichts. Komm, wir stellen uns ganz nah zusammen. Ich halte Kannst du den dich, Schirm ja. halten? Also, was glaubst du, wie wird es heute Abend laufen? Es ist noch schlimmer als letztes Jahr. Viel schlimmer. Also, ich drücke Deutschland die Daumen. Also, Eloisa kann es auf jeden Fall schaffen. Ja. Ich habe mich sehr gewundert, dass Conchita da irgendwie als... die ist ja jetzt quasi als Favoritin. Die wollte aussehen wie du. Ja, genau. Ja.
Ja, die wollte eine Mischung aus dir und komisch. Mir irgendwie hinkriegen. Ja. Und ich finde, es ist sehr gut gelungen. Wenn man unsere beiden Fotos übereinander schieben würde, würde genau das rauskommen. Das würde rauskommen, richtig. Genau. Ja, Adel, du bist ja heute bei uns, natürlich, weil du Elaisa begleitet hast, aber eigentlich wollen wir dich singen hören. Du darfst schon mal zu deinem Auftritt gehen? Ja, vielen Dank. Oh, bitte, den Schirm behalt aber ich. Adel, hören wir gleich. Sehen wir gleich. So, jetzt schalten wir ins Saarland, in den Heimatort von Ela, der Frontfrau von Elaisa. Und ich sehe vor mir ihre beste Freundin, Angelina Schortino, die den Fanclub anführt. Guten Abend. Guten Abend, Schiffweiler. Guten Abend, Hamburg. Angie, ich sehe, ihr seid in guter Stimmung. Das Wetter scheint bei euch besser zu sein als bei uns. Du leitest ja sozusagen den inoffiziellen Elaisa-Fanclub. Was treibt dich, was treibt euch an? Also bei uns ist tatsächlich nicht besseres Wetter als bei euch. Bei uns regnet es auch schon den ganzen Abend, aber das tut unserer Stimmung keinen Abbruch. Gut, wann hast du das letzte Mal zu Elaisa Kontakt gehabt? Ich meine, du bist ja die engste Freundin von Ela. Hast du heute schon mit ihr gesprochen? Gerade eben. Also sie hat mir eben noch geschrieben, als es dann zu den Proben ging. Und ja, sie ist fit. Was glaubst du, hilft ihr jetzt am meisten? Oder du kannst dich ja vielleicht in sie reinfühlen. Was glaubst du, wie fühlt sie sich jetzt gerade? Also ich glaube, sie stirbt vor Aufregung. Aber sie wird wissen, dass hier Millionen Leute sind, die an sie glauben und vor den Fernsehern mitfiebern. Und das wird ihr helfen. Du hast ja schon ganz viele Auftritte von Elaisa mitbekommen. Gibt es denn irgendwo eine Sollbruchstelle? Ist schon mal was schief gegangen? Hat schon mal was nicht geklappt? Tatsächlich hat man es nie so richtig mitbekommen. Also einmal hatten sie die Elaisa-Buchstaben auf dem Akkordeon von Yvonne falsch geklebt. Aber musikalisch läuft da immer alles top. Kann man nichts sagen. Sehr gut. Man hört es ja an deinem Namen. Du bist Italienerin. Hat denn deine italienische Verwandtschaft schon versprochen, heute Abend für Deutschland anzurufen? Die weiß Bescheid und die müssen alle anrufen. Die wurden gezwungen, ob sie wollen oder nicht. Okay, dann schicken wir jetzt erstmal ganz, ganz viele Grüße nach Schiffweiler ins Saarland. Feiert weiter, lasst euch so wie wir vom Regen nicht unterkriegen. Und wir drücken die Daumen. Wir schalten nämlich gleich natürlich noch live nach Kopenhagen zu Elaisa. Wir sagen euch erstmal Tschüss und freuen uns jetzt auf den Mann. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns jetzt auf den Mann, der schon bereit steht, um uns eins meiner liebsten Lieder des letzten Jahres zu singen. Hier ist mit Lieder Adel Tobi. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? Ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war einer von fünf Jungs, one minute aus, dann war's vorbei. Für eine unendlich lange Zeit, dann traf ich
Dank. Adel Tobi! So, tausend herzlichen Dank an Adel Tobi. Wir schalten jetzt rüber nach Kopenhagen zu Ela, Yvonne und Nathalie, die schon für uns zu bereit stehen. Guten Abend, Kopenhagen. Guten Abend, Elaisa. Hallo! Erste Frage. Oh mein Gott! Ganz einfach. Wie geht es euch? Super! Grandios! Yvonne hat heute Geburtstag. Liebe Yvonne, du bist 30 Jahre alt geworden. Hattest du ein bisschen Zeit zu feiern? Jana, ich meine hier, hört man das nicht? Was hier abgeht? Hörst du Feuer, Yvonne? Hörst du, wir singen auch für dich. Die liebe Yvonne, happy birthday to you. Ja, ganz Deutschland steht hier und singt für dich, aber nicht nur wir. Die engen Freunde aus Schiffweiler, weil da haben wir nämlich unsere Station aufgebaut, die sind natürlich auch hier auf der Leitung. Und du hast jetzt, Ela, die Möglichkeit, noch mal was zu deinen Freunden, deiner Familie zu sagen, die in Schiffweiler stehen. Die Angie wartet auf dich. Möchtest du noch ein paar Grüße schicken? Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, vielen, vielen lieben Dank. Wirklich, dass ihr euch diese ganze Mühe gemacht habt und so ein riesiges Public Viewing gestartet habt und dass ihr alle da seid und diesen Moment, der wirklich sehr, sehr wichtig für uns ist, einfach grandios ist, mit uns teilt. Vielen, vielen Dank. Wie habt ihr den heutigen Tag erlebt? Habt ihr noch irgendwas bewusst mitgekriegt oder sitzt man da nur und starrt vor sich hin? Man sitzt und starrt vor sich hin, aber wir machen auch noch andere Sachen. Wir haben noch mal geprobt heute Nachmittag und hängen da so ab im Backstage. Da ist auf jeden Fall eine Menge los. Alle singen und sind gut drauf und ist auf jeden Fall total geil hier. Super. Jetzt haben wir ja mitgekriegt, wir haben es in den einschlägigen Blättern gelesen, dass ihr euren Auftritt noch mal ein bisschen verändert habt. Ihr habt noch ein paar Sachen weggelassen, abgeändert. Ich habe gesehen, in den Proben sind die Luftschlangen ins Gesicht geflogen. Ist das noch mal irgendwie verändert worden? Also, es gab natürlich einen anderen Vorschlag von uns, weil wir fanden, dass das nicht so gut eventuell zum Song passt, so ein Zirkusthema. Und Gott sei Dank haben wir hier ein richtig geiles dänisches Team, das sehr spontan darauf reagiert hat und uns wirklich geholfen hat und uns einen anderen Vorschlag gemacht hat. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und Luftschlangen gibt es jede Menge heute Abend. Das ist gut, darauf haben wir uns nämlich mental auch schon eingestellt. Gibt es jetzt noch irgendein Ritual, das ihr zu dritt macht, bevor es losgeht? Ja, ganz viel Blödsinn und viel rumquatschen und rumhampeln und sowas. Irgendwas, um uns abzulenken. Das kriegen wir auf jeden Fall mal ganz gut hin. So. Dann schalten wir jetzt noch ein letztes Mal nach Schiffweiler und fragen Angie, hast du noch irgendwelche Glückwünsche, irgendwelche Sachen, die du den drei Mädels mitgeben möchtest? Angie. Ja, ich möchte Yvonne noch alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen und dann drücken wir euch die Daumen ganz, ganz doll. Und egal wie das ausgeht, für uns seid ihr die Besten. Ihr rockt das. Vielen, vielen Dank. Davon sind wir überzeugt. Ganz liebe Grüße. Wir stehen hier in Hamburg bei bestem Wetter. Wie ist denn das Wetter in Kopenhagen? Super. 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 Also okay. Heute ist mal ganz gut. Bei uns ist es auch. Gerade regnet es nicht. Ganz toll. Bei uns ist es ganz, ganz toll. Wir wünschen euch den besten Auftritt. Wir wünschen euch viel Spaß. Genießt es und wie auch immer es ausgeht. Wir sehen uns nach der Show nochmal hier auf der Reeperbahn. Tschüss, viele Grüße aus Hamburg. Leute, toll, toll, toll. Ja, vielen, vielen lieben Dank. So, was mir völlig entgangen war, ist, dass der Eurovision Song Contest schon mal in Kopenhagen stattgefunden hat. Und zwar 2001. Und damals ging für Deutschland eine wunderbare Frau an den Start. Und ich erinnere mich noch wie heute an ihr Kleid und an ihre Performance und an ihren Song. Michelle, schauen Sie mal. Berlin. Yeah.
was denkst du, wenn du die Bilder siehst von 2001? Kannst du dich noch gut erinnern an diese Zeit? Na, so lange ist es noch nicht her und doch ist es verdammt lang her. Also, wenn ich jetzt da Eloisa sehe, drücke ich ihnen wirklich die Daumen und ich weiß ganz genau, was sie fühlen und was sie denken. Und ich wünsche ihnen wirklich ganz, ganz, ganz viel Glück, auf jeden Fall. Spürt man denn so ein bisschen die Verantwortung, dass man ja für ein Land an den Start geht? Nicht nur für sich selber, sondern sozusagen vertretend ist für eine ganze Nation. Man kann sagen, mach die Augen zu und geh da durch und denk nur an dich, aber das geht natürlich nicht, weil der Druck ist enorm und ich weiß genau, wie sie sich jetzt fühlt und man hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen angesehen, dass die Nervosität Sekunde von Sekunde steigt. Ja. Hattest du denn die Möglichkeit, damals Kopenhagen ein bisschen zu genießen? Das ist eine traumhafte Stadt, das ist wahrscheinlich auch das ganze Drumherum, da ist so viel geboten. Wir waren im Tivoli, sind hoch und runter Achterbahn gefahren, das war super. Also ich fand Kopenhagen sehr, sehr schön. Es ist ja jetzt wieder in Kopenhagen, deswegen freue ich mich natürlich, heute hier zu sein. Damals haben wir auch eine Live-Schalte nach Hamburg gemacht und heute stehe ich... Das weiß ich nicht mehr. Ah, das finden wir raus. Ich glaube, das Wetter war gut. Ja, ach, das ist ja schön. Was wollen wir denn? Heute ist doch auch hervorragend. Und du bist damals fantastische Achte geworden. Ja. Hat man denn nach seinem Auftritt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das gelaufen ist, das Ganze? Nee, es ist wie ein Trauma. Ja, also du gehst danach raus und sagst du, keine Ahnung. War was? Wie wenn man eine Juraprüfung geschrieben hat. So wahrscheinlich ungefähr vergleichbar. Ja. Gut, richtig. Michelle, du bist hier. Ja. Aber du bist natürlich nicht nur zum Quatschen hier, sondern zum Singen. Ich darf dich schon mal bitten, auf die Auftrittsposition zu gehen. Ja. Riesenapplaus nochmal für Michelle. Und Michelle hat übrigens immer gesagt, eine ihrer Favoriten heute Abend ist die Niederlande. Wir gucken einmal in den Beitrag rein, The Netherlands. Storm. 2001 ist Michelle mit ihrem Song aufgetreten und sie hat ihn halb deutsch und den Refrain in Englisch gesungen. Unsere Mädels heute treten komplett auf Englisch an. Wo das hinführt, werden wir sehen. Jetzt freuen wir uns auf Michelle, die gerade ein Best-of-Album rausgebracht hat. Und das ist schon gleich in die Charts gestürmt. Und auf diesem Best-of-Album befindet sich natürlich auch der Erfolgssong aus dem Jahre 2001. Und den singt sie jetzt für uns. Hier ist Michelle mit Wer Liebe lebt. Sommer, Sonnenschein, der in dein Zimmer fällt, hell und warm, dich umarmt. Und der Schatzenblick, der deine Tage trübt, wir davon.
Dankeschön und viel Spaß noch! Michelle! Liebe Zuschauer, heute Abend ist ja Ihr Abend. Sie sind ja zu 50% am heutigen Ergebnis beteiligt. Sie dürfen abstimmen, Sie müssen abstimmen, kann man sagen. Sie dürfen für alles abstimmen, nur eben nicht für Deutschland. Genauso wie unsere Jury, die hatte auch zu 50% das Recht, hier für Deutschland mitzubestimmen. Und genau die stehen jetzt neben mir. Ich freue mich auf Andreas Burani, Madeleine Junot, Sido, Konrad Sommermeier und Jennifer Weiß von Jennifer Ross. So, Andreas, kannst du uns mal kurz beschreiben, wie läuft so eine Juryarbeit ab? Was musstet ihr tun und wann habt ihr es getan? Ja, also Barbara, zuerst möchte ich dir mein Album, habe ich dir mitgebracht. Ach, endlich! Ich dachte schon, du schenkst es mir nie. Das kam gestern raus und das würde ich dir gerne schenken. Das ist toll, ich halte es hier so. Viel Spaß damit, hör es dir an. Ja, wir hatten eine tolle Zeit natürlich in Kopenhagen. Was will man mehr mit diesen tollen Meteoren natürlich? Ja, also ich kann sagen, wir haben viel gelacht, wir haben viel Musik gehört natürlich und jetzt in voller Vorfreude aufs Finale. Und ihr habt ja schon abgestimmt, habe ich gehört. Ihr habt eure Arbeit schon gestern gemacht, genauso wie alle anderen Jurys des ESC. War das eine schwierige Sache? Hattest du einen Favoriten? Ja, ich hatte ganz klare Favoriten. Also zum einen Dänemark, ganz klar. Ja. Niederlande war wunderbar. Niederlande haben wir gerade eben schon gehört. Vielleicht können wir uns Dänemark mal ganz kurz angucken. Und Finnland, auch ganz weit vorne. Ja, ihr liebt die Skandinavier, gell? Habe ich schon gehört. Also wir gucken mal bei Dänemark rein. Der sieht dänisch aus, der Typ. Das ist das, was man sich vorstellt. Also ein super Hook finde ich auch, die Nummer. Ganz großartig. Also das ist der Beitrag von Dänemark. Das ist Dänemark. Fantastisch. So, neben mir steht Sido. Ohne Regenschirm. Ohne Regenschirm. Ganz ehrlich, so ein bisschen Wasser von oben macht dir doch keine Angst. Die Leute haben, der Regen hat ja Angst vor dir. Sido, ist genug Rap im Wettbewerb oder würdest du dir da ein bisschen mehr wünschen? Ja, die Polen machen so ein bisschen. Ja? Das ist ein bisschen Hip-Hop-mäßig, das ist schon ganz okay. Aber trotzdem, könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Aber trotzdem sind, glaube ich, die Polen nicht deine Favoriten gewesen. Du hast gesagt, du hast einen ganz schrägen Favoriten, finde ich. Ja, in der Vorentscheidung hatte ich einen schrägen Favoriten, Georgien. Georgien? Also, ja, schräg. Ja, schräg. Für manche, für mich nicht schräg. Ich fand's super. Ja, wir gucken mal rein. Ich find Conchita Wurst schräg. Ja, okay. Nein, das ist nicht schräg. Die Stylistin kenne ich, die hat für mich auch schon mal gearbeitet, glaube ich. Das Kleid hatte ich auch schon mal an. Der hat man, glaube ich, gesagt... Der Drummer auch, super, super. Bring einfach was mit, in dem du dich wohlfühlst. Und das hat sie gemacht. Super Show. Leider nicht weitergekommen. Ja, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, würde ich die buchen zur Hochzeit. Finde ich super. Ja, das stimmt. Konrad Sommermeier ist bei uns. Künstler wie Tim Bensko oder Frieda Gold gehen auf dein prall gefülltes Konto, kann man sagen. Ist da Starpotenzial dabei? Hast du beim ESC schon jemanden entdeckt, wo du sagst, okay, den kann man weiterverfolgen, egal wie die Platzierung ist? Auf jeden Fall. Also zum Beispiel Finnland, finde ich, hat großes Starpotenzial. Aber auch die meisten Acts sind ja schon etabliert in ihren Ländern. Also zum Beispiel die Holländer oder auch die Schweden sind etabliert, aber haben auf jeden Fall großes Starpotenzial. Okay, Sido, ich darf dich schon mal losschicken. Ja. Du hast ja gleich noch zu tun hier bei uns auf der Bühne. Riesenapplaus schon mal für dich und danke für deine Juryarbeit. Da frage ich doch noch mal Jennifer. Du bist ja wirklich, du stehst ja für Authentizität und für Rock. Ist für deinen Geschmack vielleicht auch ein bisschen zu viel Effekt- und Trickkleid in diesem Wettbewerb? Ja, also auf jeden Fall. Ich hätte ein bisschen mehr auf Bands gehofft natürlich, weil die einfach nur dastehen und ihre Instrumente spielen. Ist für mich natürlich viel authentischer als jeder Trampolin- oder Fallschirmspringer der Welt. Also das kann mich irgendwie nicht so touchen, als wirklich so ein Song, der vom Herzen kommt. Na, dann sind wir ja gespannt und hören vielleicht dann im zweiten Teil nach dem Eurovision Song Contest, wie du tatsächlich gewotet hast. Dann gucken wir mal. Wir hatten sie aufgefordert, ihre Selfies uns zu schicken und da ist natürlich eine ganze Menge bei uns angekommen von ihren Party, ein Best-of, was sie uns zugeschickt haben. Die Stimmung ist gut im Land. Klar, wenn man so in den eigenen vier Wänden mit dem Dach über dem Kopf guckt, kann man sich ja auch nicht beschweren. Also, es gibt ordentlich viel Käseigel und Mettbrötchen in Deutschland und jetzt freuen wir uns auf unseren nächsten Live-Gig hier oben auf der Bühne. Er singt uns das Lied, das wir zurzeit im Radio rauf und runter hören, nämlich Liebe! Hier ist Sido! Yeah, was geht ab, meine Freunde? St. Pauli, alle Hände hoch. Kommt schon, mach die Hände. Yeah! Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese siebten Himmel, ich glaub, das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Yeah, weil ich dich liebe, so ist die. Für dieses Kribbeln im Bauch, diese ich hoffe, du findest sie auch, die Große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese.
und ich in deinen schönen Augen meine Zukunft seh. Ist, wenn aus unseren Herzen Funken sprühen und wir uns ohne einen Tropfen Alkohol betrunken fühlen. Yeah, ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich... Wenn ich an dich denk und es mir gut geht und wie dieser Kloß in meinem Hals, wenn du fehlst, ist aufeinander Rücksicht zu nehmen und immer wieder auch der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Diese heißt den anderen nicht zu erdrücken und auch mal Schmerzen auszuhalten, nur um dich zu beschützen. Ich glaube, bedeutet alles zu teilen und sich beim Liebe machen nicht zu beeilen. Ich bin mir sicher, diese heißt einander vertrauen, dem anderen glauben, man sieht die Welt mit anderen Augen. Ich glaube, ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub, das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, so ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich hoffe, du findest sie auch, die Große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, diese. Ist, wenn du weißt, was du am anderen hast und nicht wegen jeder kleinen Streiterei den anderen hast. Heißt, den Rechner auch mal runterfahren und dass wir immer noch zusammen sind in 100 Jahren. Ist schuld daran, dass man nicht mehr schlafen will, weil das wahre Leben schöner ist als jeder Traum. Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub, das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, so ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Ey, ich hoffe, du findest sie auch, die Große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, diese. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub, das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich, so ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch, diese. Ey, ich hoffe, du findest sie auch, die Große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat, diese. Weil ich dich. Dankeschön. Sido mit Liebe! Gott, wie kriege ich jetzt die Kurve von Sido zu einer evangelischen Pfarrerin? Ich muss es hart machen. Ich hoffe, die Frau, die jetzt kommt, hat vielleicht einen guten Draht nach oben und kann ein Wörtchen für uns einlegen, was das Wetter betrifft. Freuen Sie sich jetzt auf das Wort zum Sonntag mit Annette Behnken. Vielen Dank, Barbara Schöneberger. Ja, tolle Stimmung hier auf der Hamburger Reeperbahn und gleich auch in Kopenhagen. Is it right or is it wrong, werden Elaisa gleich singen. In ihrem Lied geht es darum, wie schwer es ist herauszufinden, was richtig ist und was falsch. Und um die großen Fragen des Lebens. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wie will ich leben? Was ist richtig und was ist falsch? Während wir den Eurovision Song Contest feiern in Ländern wie Dänemark mit einer langen demokratischen Tradition, brennt an den Rändern Europas die Luft. Krieg in der Ukraine. Wir wollen nach Hause, nach Russland, rufen die einen. Wir wollen nach Europa, die anderen. Ein tiefer Riss geht durch das Land. Und auf beiden Seiten ist man sicher, auf der richtigen Seite zu sein. Auch in den Herzen und Köpfen der ukrainischen Menschen geht es, wie in denen aller Menschen überhaupt, um die großen Fragen. Wo gehören wir hin und wie wollen wir miteinander leben? Visionen vom guten Leben, die haben wir alle. Aber wie das genau aussehen soll, dieses gute Leben, daran scheiden sich die Geister. Und wir merken schmerzhaft, dass es so einfach, so schwarz oder weiß mit den Antworten nicht mehr funktioniert. Im Politischen genauso wenig wie im Privaten. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist das höchste aller Gebote, wird Jesus gefragt. Und er antwortet ganz anders und ganz überraschend. Er sagt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und weiter sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieben. Keine Regeln, Liebe. Er sagt nicht, das ist richtig und das ist falsch. Er sagt, frag dein Herz. Halt die Ungewissheit aus.
Schau in deine Seele und such mit all deiner Kraft und nimm dabei die anderen genauso wichtig wie dich selbst. Und natürlich, Krieg führt nie zu einer guten Lösung, denn Krieg hat immer Gewinner und Verlierer zur Folge. Und das führt zu neuem Unfrieden und zu Hass, dem Gegenteil von Liebe. Eine gute Lösung, die hat Gewinner auf beiden Seiten. Was ist richtig und was ist falsch? Richtig ist es, in und um Europa um Wege des Friedens zu ringen, mit aller Kraft, um Lösungen, die dem Liebesgebot Christi standhalten, um Gewinner auf beiden Seiten. Eine große Aufgabe ist das und vielleicht die größte Sehnsucht zurzeit. Nichts drückt unsere Sehnsucht so sehr aus, wie Musik es tut. Nichts geht so sehr unter die Haut wie Musik. Musik ist hart oder zart. Mit Musik kann ich abfeiern, heulen oder träumen von einer besseren Welt. Gute Musik, die geht direkt ins Herz. Heute Abend in Kopenhagen wird es auch Verlierer geben und einen Gewinner. Aber das ist ja auch nicht todernst. Das ist ein Spiel. Ein Spiel allerdings, das unsere Sehnsucht nach einer besseren Welt ausdrückt. Für heute Abend wünsche ich Elaisa viel Glück und alles Gute. Ihnen viel Spaß beim Zusehen. Morgen geht unser Ringen um den Frieden weiter. Und damit zurück zu Barbara Schöneberger. Vielen Dank, Annette Behnken. Und jetzt sind wir moralisch gestärkt, um diese Frau auf der Bühne anzubeten. Was sie tut, gelingt ihr. Normalerweise schwebt sie auf einem Trapez ein. Heute kann sie zu ihrem Auftritt schwimmen. Hier ist mit Atemlos Helene Fischer. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide immer. Auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, 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 was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein falschen Weg auf. Oh, oh, oh,
Wird hier gefeiert. Ja, sie kommt noch mal, die Helene. Aber erst ab 11:45, egal wie es für Deutschland ausgegangen ist, wir werden hier stehen und feiern, so wie wir das in allen Jahren gemacht haben. Und dann sind natürlich noch mal große Acts bei uns auf der Bühne, wie zum Beispiel Jan Delay, Ray Gavi, Andreas Burani, Jennifer Rostock und Madeleine Juno und Revolverheld. So, und jetzt laufen die letzten Sekunden des Countdowns. Was machen wir jetzt? Zählen. Wir zählen und oder? Wir gehen jetzt rüber und gucken alle zusammen. Ja, ne? Wir sitzen jetzt gleich alle zusammen in einem Zimmer und gucken uns das an, denn den ESC muss man betreut gucken. Das macht am meisten Spaß. Und das macht ihr hier auch. Wir sehen uns gleich wieder 11:45. In 3, 2, 1 und 0. Hallo, komm!